Ich möchte mich auch noch mal äußern. Ja, also niemand, der wach durchs Leben geht, wird leugnen können, dass sich in dieser Zeit des Übergangs in das neue Zeitalter alles zuspitzt und dass jetzt, wo die ganzen Lügengebilde aufgedeckt werden und Licht in die Schatten kommt, wo die Verwirrungen in der Menschheit nie größer waren, dass jetzt Gemeinschaften wie die der OCG wirklich Chancen bieten, einfach schneller mehr Licht in dieses ganze Dunkel, in diese ganze Verwirrung, in diese ganzen Medienlügen und so weiter zu bringen. Allerdings gibt es eben auch wirklich, ich möchte doch nochmal auch die europäischen Six erwähnen, Gurudev, die da auch ganz, ganz unglaublich gute Dinge tun, indem Tausende von Menschen meditieren und dann diese transformierende, heilende, befriedende Kraft auf energetischer Ebene wirklich weit in die Welt hinaustragen können. Also einfach alle diese Gemeinschaften stellen im Moment wirklich große, große, wichtige Chancen dar, die ich möchte nicht zu denen gehören, die das irgendwie, ja, die dem schaden, die das schwächen. Ja, ich meine, jetzt in Bezug auf die OCG. Wirklich nicht. Allerdings darf man auch nicht bei einem Fokus auf die Negativität, auf das Dunkle hängen bleiben. Der Fokus muss auf der Segnung sein, meiner Meinung nach. Immer darauf, wirklich Licht in das ganze Dunkel zu bringen. Also meiner Meinung nach wäre wirklich ein guter Weg, zu segnen, Segen darüber auszusprechen, nicht immer nur, ja, wir vernichten, wir bringen sie zu Fall, sondern diese Möglichkeit des Sieges durch Segnung auch in Erwägung zu ziehen. Also ich bin nicht jemand, der wirklich so tief in all dem drin ist, aber das ist einfach das, was ich sehe, was ich fühle und was tatsächlich in meinem persönlichen Leben mir Erfahrungen gezeigt haben, dass es auch wahrhaftig, dass es wahr ist, dass es wirkungsvoll ist, dass es geht. Und ich möchte mich jetzt kurz frei geäußert wirklich nochmal dafür aussprechen und dazu auffordern, dass aber, wenn man da reingeht, und aufdeckt, dass man dann auch erlauben muss, in den eigenen Reihen intern hinzuschauen, dass dort auch Wahrhaftigkeit reinkommt und Ehrlichkeit und tatsächlich eben auch Licht in manches Dunkel, Licht über manche Schatten. Diese Verantwortung ist gerade, wenn eine Gemeinschaft, die gleichzeitig, wie die OCG das ja macht, auch in dieses Dunkel, die Negativität reingeht und aufklärt, ist die Verantwortung, glaube ich, sehr, sehr hoch. Nicht glaube ich, das ist ja so, dass man persönliche Dinge heilt, dass nicht mehr aus eigener Verletztheit heraus agiert wird, dass man sich dessen bewusst ist, dass geerntet wird, was man sät und dass das gemeistert wird, diese Ängste, die da nichts verloren haben, die dann auch für Negativität, für Dunkel öffnen, dass es gemeistert wird, dass auch der Begründer auf keinen Fall aus persönlicher Verletztheit heraus irgendwie noch zurückschlägt, also nicht so, weil das ist einfach nicht die neue Welt, das ist dann einfach gefährlich, das bringt so Dinge wie diese Medienkampagne, rund um diese junge Frau, dieses verletzte Mädchen. Ich meine, man hat auch ihre Hilfeschreie nicht gehört. Solche Dinge dürfen meiner Meinung nach einfach nicht passieren. Und meiner Meinung nach muss der Kopf einer
von Tausenden von Menschen wirklich auch, darf auch noch mal hinschauen, ob er nicht noch Lektionen zu lernen hat, ob er nicht noch Wunden zu heilen hat. Weil wenn das so ist, dann kommen alle die, die dort ein Thema haben, da nicht drüber hinaus. Und dann ist nicht nur er, sondern auch die ganze Gemeinschaft an dem Punkt immer wieder angreifbar und dann kommen da auch immer wieder negative Kräfte hinein. Und ja, für mich ist das einfach, es ist keine Anti-Äußerung, es ist eine Frage und ein Aufruf weg von dieser Angst, von diesen Feindbildern hin zur Segnung, weil was ich erfahren habe, es wäre so leicht gewesen, in der Liebe zu bleiben und einfach zu segnen, Verständnis aufzubringen, wo Nächstenliebe hingehörte, anstatt wirklich immer nur so Feindbild, Negativität und tatsächlich auch, ja, so Säbelrasseln und auch noch agieren aus persönlichen Wunden, die man gar nicht kannte. An dem Punkt zweifle ich die Hierarchie an. Nicht in Bezug auf alle Leiter, aber in Bezug auf Leiter, die diese Reife noch nicht haben, die diese Heilung noch nicht vollzogen haben, die das noch nicht mal sehen und auch gar nicht möchten. An dem Punkt, finde ich, kann es eben auch für das Leben einzelner Menschen in solchen Gemeinschaften dann gefährlich werden, wenn Leiter aus persönlicher Verletztheit und aus Eigenmachtinteressen heraus noch agieren. Das möchte ich einfach nochmal gesagt haben, weil es für mich persönlich auch ganz, ganz, eine ganz schwere Erfahrung war, die auch ganz grenzwertig war. Das ist nochmal ein Aufruf hin für Heilung. Heilung ist ein wichtiger Schritt zur Heiligung. Dahin möchte die OCG ja kommen. Für jeden Einzelnen. Es ist einfach nochmal ein Aufruf hin zu Gottes Liebe, Herz, Segnung. Danke fürs Zuhören. Herzlichst und nochmal mein Name, den ich jetzt hier führe. Der Name meiner Großmutter. Herzlichst, Grace.